Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Nicht alleine, nein, dabei sind der Ryokat und das Hörnchen. Hallo. Hallo. Und wer natürlich auch dabei ist, ist der Lutschi. Der Lutschi ist auch wieder mit dabei. Wir fliegen einfach mal eine Runde Arcade jetzt hier. Und ja, ich fliege die Russen. Was fliegt ihr? Die Japaner. Und jetzt wollte ich mir gerade noch ein Flugzeug reinpacken und du hast schon gehoben. Soll ich abbrechen? Soll ich abbrechen? Ja. Okay, dann breche ich ab. Ich habe abgebrochen. Das ist nett. Dann kann ich nämlich so noch mein Flugzeug kurz wechseln. Und zwar auf den neuen hier, den Tai. Ich kann ja nochmal direkt hier nochmal eine Frage an die Zuschauer stellen. Und zwar, ich habe jetzt bei meiner AR2, man sieht das hier, die maximale Erfahrung. Ich habe jetzt 600.000 von 600.000 Erfahrungspunkten und lustigen Kreis mit so einem Häkchen drin. Habe ich dadurch jetzt Bonusse? Schreibt doch mal in die Kommentare. Bonusse. Nicht Bonusse. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Ob ich Bonusse habe. Nicht Bo-Fighter, sondern Bonusse. Ja. Hast du dein Flugzeug eigentlich reingezogen, Ryu? Ja, ich bin jetzt soweit. Bin ich auch schon auf Ready? Achso. Muss man hier überhaupt Ready klicken? Ja, du bist, okay, du bist. Ich in die Schlacht. Geht los. Passt. Die Party geht ab. Ja, Mensch. Die Party geht ab und ich sag, ab in den Süden. Kann das sein, dass die Briten momentan mit am wenigsten gespielt werden? Oh ne, die Japaner am wenigsten eigentlich, ne? Ja. Warum spielen so wenig Leute die Japaner? Weil das alles Rassisten sind. So, mal ein Appell an meine Zuschauer, spielt mehr Japaner, die sind toll. Ja, außerdem brauchen die auch ein bisschen Aufmerksamkeit. So wie deine Zimmerpflanze, die braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich meine, die gießt du doch auch gelegentlich. Also kannst du gelegentlich auch mal die Japaner spielen. Meine Chilis musste ich ja wieder gießen, jetzt ein Zyklus Wasser. Ich wollte gerade sagen, da wo ich gerade hingucke, ich sollte sie wieder gießen. Nee, aber die Japaner sind doch wirklich, die Japaner sind toll. Das sind tolle Flugzeuge, die sind so schön wendig, die sind gut bewaffnet. Die kann man richtig schön dahin gleiten lassen, wenn man den Speed wegnimmt und die Kampfklappen ausfährt, kann man die super manövrieren. Manövriert eigentlich jeden Gegner aus, aber keiner spielt die, das ist schade. Ja. Ja. Das sind übrigens trotzdem keine Turnfighter, falls irgendjemand die so spielt. Das ist falsch. Okay, wie spielst du sie? Ich spiele sie als Turnfighter. Mehr als also Sturzkampf. Also dich hinter den Gegner setzen und dann wieder hochziehen. Die haben eine relativ schöne Steigrate. Ja. Und da du, also die sind einfach perfekt im Energiemanagement. Du setzt dich, du stürzt runter, setzt dich hinter den Gegner, nimmst komplett den Speed weg und machst die Kampfklappen rein. Und selbst wenn der Gegner auf 100% ist, du verlierst halt kaum Geschwindigkeit. Das ist der Vorteil der Japaner. Okay. Und wenn du genug Schaden gemacht hast, musst du gucken, ob sich einer hinter dich setzt. Wenn ja, dann haust du den Speed rein, dann kriegst du wieder einen kleinen Boost, ziehst nach oben und hast dadurch eine schöne Steigrate, weil du die Geschwindigkeit bzw. die Energie, die du im Gleitflug noch hast, noch zum Steigen mit verwendest. Ich spiele die Teile immer, also auf jeden Fall die Jäger, die A6 und die KI immer als Turnfighter. Bin damit bisher ganz gut gefahren, von daher. Ja, du kannst, sie sind halt auch sehr manövrierfähig. Du kannst sie auch als Turnfighter spielen. Das kannst du auch machen. Aber du kannst sie halt wirklich schön, so Banzai-mäßig spielen. Ja. Sich hinter den Feind setzen, Geschwindigkeit raus, Kampfklappen rein, schön dahin gleiten, eben ordentlich eine verpassen und dann wieder abziehen. Du kannst die wunderbar spielen und du gehst dann einfach weniger Risiken ein. Das Problem bei den Japanern, zumindest habe ich das, es sind nicht so viele Flugzeuge, wo ich sagen würde, die spiele ich. Warum nimmt eigentlich keiner von uns A ein? Ich spiele Bomber, ich mach Zerstörer kaputt. Ich bin hier oben gleich. Oh, jetzt haben wir A. Ja, also ich habe nicht so viele Flieger, wo ich sagen würde, die sind wirklich leistungsfähig bei den Japanern. Das finde ich ein bisschen schade an sich. Also die Zero-Reihe habe ich und jetzt die neue Heavy-Fighter-Reihe. Die ist auch ganz nett. Aber dann hört es schon fast auf. Es gibt noch ein paar ganz... Also die anderen kannst du zwar auch fliegen, aber die sind nicht so leistungsfähig, sage ich mal. Ja. Ja, die KI sind ein bisschen anders zu fliegen im Endeffekt, das stimmt. Ja, die sind halt sehr träge, aber die sind schon richtig ordentlich bewaffnet. Jo. Ja, ich bin nur noch Rang 6 bei den Japanern. Ich freue mich auf die erste richtige Zero, außerhalb der Premium, die ich habe bei den Amis. Das wird auch... Wo ist denn der jetzt hin? Der ist nach links gezogen. Der nach rechts gezogen, sorry, da ist er. B25 meinst du? Der ist schon kaputt. Ich wollte irgendwo einen Bomber hier in Wellington spielen. Dann bin ich fertig. Ich habe gerade ganz heldenhaft bin ich in die Wolken geflogen, bin in die Bombenabwurfperspektive gegangen und habe so ganz cool über Zerstörern Bomben geworfen und dann habe ich die Kamera folgen lassen und dann ist mir aufgefallen, die Zerstörer bewegen sich.
Egal. Ernsthaft? Ja. Oder hinten sind Patrouillenboote. Ja. Solltest du mal auf die Patrouillenboote gehen? Mit 500 Kilogramm Bomben? Ja, dann kriegst du gleich 3-4 weg. Nein, ich will aber nicht. Ich will Zerstörer. Die knacken besser. Knacken besser? Mon ja, die Jack. Mon ja, die Jack. Mon ja, die Jack. Mon ja, die Jack. Beschuss. Oh fuck, hinter mir ist eine P39. Ah, Hilfe. Ist doch gut. So, leichter Kreuzer, du stirbst auch. Ja, ich habe tatsächlich den leichten Kreuzer zerstört, nice. Also den stärksten Schiff ist schon mal weg. Oh, ich habe eine Zero hinter mir. Rette mich, Hörnchen, ich flieg zu dir. Du musst mich retten jetzt. Ich flieg unter dir durch. Ja, genau. Let's ich flieg unter dir durch. Boah, ich hab's geschafft. Hinter diesen Ära-Kobra. Ja, und ich versuch's halt. Ich greif sie an. Gefühlt. Ich greif sie an mit meiner Kanzel. Los, Kanzel, schieß! Schieß! Blöde Kanzel. Jetzt schießt sie auf irgendwas anderes. Wow, okay. Ich hab eine Hin, also eine KI-61, eine Ära-Kobra hinter mir. Beides. Irgendwas hat mich getroffen, das war eine Flak, okay. Irgendwas hat mich wieder getroffen, war eine Flak, okay, wieder eine Flak. Was ist denn hier los? Warum treffen mich die Schiffe schon wieder so? 5 Sekunden nach Bomben, dann sterben wieder 3 Zerstörer. Wie kann ein Zerstörer sterben? Nein! Zerstörer hat meinen Tail gecuttet. Zerstörer hat meinen Tail gecuttet. Ja. Mein Chat leuchtet, ich gucke es aber nicht nach. Dein Chat leuchtet? Aua. Ja, oben die Sprechblase. So. Weißt du, wenn die Sprechblase halt. Ich verstehe schon. Du schützt mich auf dem Landeplatz. Ach Gott, okay, ey, ich hab die ganze Zeit immer diese Air-Kurve hinter mir, ne? Das ist so ätzend. Ja, bei Rio ist auch gerade keiner. Ich komm mal runter zu dir, Hörnchen. Du musst mit der Jack 1B, oder war es die? Doch, die Jack 1B, genau. Die Ära-Kobra kannst du eigentlich ganz gut abhängen, wenn du wendest. Ja, oder allerdings ist mein rechter Flügel im Arsch, mein Rumpf ist halbwegs rot und ja. Ich helfe dir, indem ich an ihr vorbeischieße und auch an ihr vorbeifliege, viel zu viel Speed. Das ist nett. Aber ich drehe gleich um. Jetzt hat sie mich endlich. Nach ja, knapp einer halben Minute Verfolgungsjagd. Ich räche deine Leiche. Vielen Dank. Das, oder auch nicht. Ehrenwert, okay, schade. Oh nee, komm schon. Ich überlege gerade, ob ich nochmal aus der Cockpit-Perspektive fliegen soll. Das war eigentlich ganz cool. Mach. Gucken. Bei den Russen, wie sieht das Cockpit aus? Oh, das war ganz schön. Oh, gibt ganz schön wenig zum Gucken hier. Nee, ich glaube, ich fliege doch erstmal wieder so. Vielleicht nächste Folge. Wo ist denn die. Ist sie tot, die. Dings? Ich weiß es nicht. Ich hab sie verloren, die Orientierung und alles. Das ist die Orientierung verloren? Okay. Ich hab alles verloren. A20G da oben. Wie werde ich nicht ankommen? Ich schnapp mir gerade eine Bowfighter. Schnappuliert es. Und zumindest versuche ich die zu schnappen. Aber ich treffe sie nicht mal. Nun komm schon, Kugeln. Ja, endlich. Eieiei, sind da viele an unserem Flugplatz. Ich komme sofort. Oh Gott, Hörnchen. Da hatten die Hörnchen. Ich muss unserem Flug. Ah, oh Gott, oh Gott, der kriegt noch nicht hin. Beschuss von hinten, was ist da los? Beim Flughafen, da ist Party. Ne, ich bin über. Ich hab grad die Bofa weggeschossen. Nice. Ja, ich bin auch wieder gut. Jemand habe ich einen leichten Kreuzer zerstört. Cool. Hast dem Team geholfen. Richtig. Das stärkste Schiff zerstört, das es hier auf dieser Map gibt.
Taktik bin ich. Das ist einfach nicht. Jetzt snack ich eine MiG-3 weg, aber ganz sicher. What the fuck? Erlaubt er sich eigentlich? Nein, ich habe sie nicht weggesnackt. Das war Hörnchen. Jo, natürlich. Ich schieße aber auch schon wieder wie so ein Pinguin hier. Pinguin? Schießt denn bitte ein Pinguin? Ja, so wie ich gerade. Du triffst denn die Erdprobe oder nicht? Jetzt die Erdprobe. Ha! Ich glaube, es war eher, dass er gestorben ist aufgrund eines Flugfehlers, aber ja. Immerhin ist er gestorben, sagst du, ja? Richtig. Sehr gut. Hast du schön gemacht, Rio. Sah sehr gut aus bei mir. Ja. So schön im Zoom gesehen, wie ihr dabei die Kurve geflogen seid. Die Hurricane möchte ich ganz gerne einnehmen, was? Das sieht so aus, ja. Liegt da schon drauf zu, aber so schnell bin ich nicht. Sein Flugzeug opfern. Das kann man, ja. B-110 hinter der Schraube. Okay, ja, ich sehe es. Gut, warum nehmen wir nicht ein? Wie schnell bin ich? Oh, 400, das ist ein bisschen schnell. Okay, wir nehmen ein. Alles klar. Mensch, ich glaube, es wird ein Sieg, wa? Massiver. Fürs Gegnerteam. Fürs Gegnerteam, ja. Ich habe auch irgendwie erst zwei abgeschossen. Irgendwie mangelt es mir heute an Abschüssen. Ja, ich habe auch erst einen abgeschossen. Da wird die nächste Runde bestimmt richtig gut. Richtig gut wird die nächste Runde. Und die werde ich, glaube ich, auch wieder komplett aus dem Cockpit spielen. Und ich glaube, ich werde die Deutschen spielen. Wo wir gerade bei den ganzen R-Tönen sind. R-Töne. Kennt ihr R-Töne? R-Töne? Ne, kenn ich nicht. Voll. Das rollende R. Das war's. Okay, kenn ich. Das war's schon. Das war schon wieder. Das ist ja schade. Und dann ist heute ja schon wieder was von da vorbei, wa? Ja. Mhm. Ja, wir treffen uns morgen um dieselbe Zeit, um wieder eine Viertelstunde lang aufzunehmen. Ja, leider schon wieder eine falsche. Schon wieder ein Verlust. Ne? Ein Lose. Hey, ich hab so. Jäger bekommen. Yay! Ey, ich hab neues Shellrack für die Reisen freigeschaltet. Ich hab 7 Kills, was zur Hölle? Ich hab Reparaturkosten verloren. Nun gut, so. Aber ich glaube, ich würde an dieser Stelle schon wieder sagen, dass das war, oder? Ja, wow. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Genau, bis dann. Tschüss. Euer Schrammo. Euer Rio. Ciao.